Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, aufgrund des vorliegenden Antrags der Fraktion der FDP habe ich mich, und das gebe ich wirklich gerne zu, und dafür bin ich diesem Antrag fast dankbar, das erste Mal gründlich und umfänglich mit dem Wolf in unseren östlichen Bundesländern und in Niedersachsen auseinandergesetzt. Das habe ich bisher, ehrlich gesagt, überhaupt noch nicht gemacht. Dazu habe ich mir natürlich neben den aktuellen Unterlagen die Plenarprotokolle zu diesem Thema seit dem Jahr 2017 durchgelesen. Der Wolf im Landtag. 19. Sitzung, 7. Wahlperiode, 27.09.2017. Ein Antrag von CDU und SPD, praxistauglichen Umgang mit dem Wolf ermöglichen. Es war eine weitestgehend sachliche Debatte, soweit ich das in den Protokollen entnehmen konnte, um Weidetierbestände, 4 dokumentierte Wolfsangriffe auf Rinder und einen nicht verhandelbaren Schutzstatus des Wolfs bis zu seinem wissenschaftlich nachgewiesenen guten Erhaltungszustand in Deutschland und Europa. Es ging um Schutzzäune für Tierhalter, welche noch unter die De Minimis-Regel fiel, also nur bis zu einem völlig unzureichenden Betrag von 15.000 Euro bezuschusst werden konnten. Und es ging um die Frage, wann ein Wolf ein Problemwolf ist und entnommen bzw. geschossen werden darf. Diese Fragen stellten sich nach einem Übergriff eines Problemrüden in Niendorf und Rambin. Es ging um Fachkompetenz, um gemeinsames Management von Bauernverband, Landesjagdverband, Umwelt- und Naturschutzverbänden, um Mensch, Weidetierhaltung und Wolf in ein tragbares Gleichgewicht zu bekommen. Es ging auch darum, geeignete Maßnahmen zur Vergrämung von Wölfen zu definieren und zu ermöglichen. Der Wolf im Landtag. 50. Sitzung, 7. Wahlperiode, 22.11.2018, Antrag der Fraktion der Freien Wähler, neue Regelungen beim Umgang mit dem Wolf. Die Einbringung durch den Abgeordneten Ralf Borschke hat mich einigermaßen erschüttert. Sie war polemisch, ohne Fundament, der Wolf als Gefahr für Menschenleben, vor allem für Kinder. Hier wurde bewusst auf die Ängste mit den Menschen gesetzt. In der darauf folgenden Debatte gab es naturgemäß wenig neue Erkenntnisse. Die Landesregierung hatte aber zwischenzeitlich gehandelt und eine 100-prozentige Kostenerstattung für den Herdenschutz für Weidetiere auf den Weg gebracht. Und es hat sich eine deutsch-polnische Arbeitsgruppe gegründet, welche sich auf ein gemeinsames Management und Monitoring des baltisch-ostpolnischen und des zentraleuropäischen Tieflandwolfsbestandes verständigt hat. Der Wolf im Landtag. 98. Sitzung, 7. Wahlperiode, 24. September 2020. Aussprache, Zukunft der Weidetierhaltung und MV sichern. Insgesamt spielte der Wolf in der Debatte eine untergeordnete Rolle, jedoch wurde herausgearbeitet, dass eine rechtssichere Regulierung der Wolfspopulation aufgrund des nicht geklärten Erhaltungszustandes in Deutschland nicht möglich ist. Es handelt sich nach wie vor um geltendes EU-Recht. Eine Weidetierprämie wäre für die Tierhalter von viel größerem Wert als die Regulierung der Population des Wolfes. Das letzte Beispiel, der Wolf im Landtag, 110. Sitzung, 7. Wahlperiode, 27. Januar 2021, Antrag der AfD, Weidetierhaltung zukunftssicher machen. In der Einbringung Zahlen aus der Bundesstatistik und die Gefahr für die Weidetiere, die auch berechtigt ist. In der Debatte nichts Neues, abgesehen von dem durch Minister Backhaus genannten und bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1,3 Millionen Euro für präventive Maßnahmen für die Weidetierhalter, also für Zäune und Herdenschutz und Herdenschutzhunde. Klarheit über den Erhaltungszustand der Wolfspopulation gab es noch immer nicht, somit auch keine Möglichkeit der Bestandsregulierung. Die Weidetierprämie stand wieder im Raum, da sie von der amtierenden Bundesministerin Klöckner versäumt wurde, termingerecht bei der EU einzureichen. Die Wolfsinformationsseite des Landes wurde überarbeitet und der Managementplan Wolf des Landes MV befand sich in der Überarbeitung. Zusammenfassend kann man sagen, dass seitens der Landesregierung und diesbezüglich vor allem seitens des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt alle Aufgaben entsprechend den Erfordernissen erledigt wurden. Der Wolfsmanagementplan wurde im August 2021 in überarbeiteter Form vorgelegt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, uns liegt nun ein Antrag der FDP-Fraktion vor. Dieser Antrag scheint, ehrlich gesagt, ein klein wenig aus der Zeit gefallen zu sein, wenn man sich den Ursprung des Antrages ansieht, der im Februar 2019 von der FDP im Niedersächsischen Landtag eingebracht wurde. Aber dann versteht man das etwas besser. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, welche 2020 in Kraft getreten ist.
Der Minister hat bereits darauf hingewiesen, dass mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes Wölfe getötet werden können, wenn diese zur Abwendung ernster Land-, Forst-, Fischereiwirtschaftlicher oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftliche Schäden führt. Bitte lesen Sie das nach im Paragraphen 25 in Verbindung mit 45a. Ich bitte auch auf die Debatte zu achten, denn es ist ein Unterschied, ob der Schaden erheblich oder ernst ist. Ich zitiere: Zentraler Inhalt der Gesetzesnovelle ist die Klarstellung, dass kein Schaden im Sinne der Existenzgefährdung vorliegen muss, damit eine Abschussgenehmigung für einen Wolf erteilt werden kann, sondern es genügt ein ernster wirtschaftlicher Schaden. Sie bleiben mit Ihrem Antrag hinter den bereits bestehenden Gesetzesregelungen zurück. Selbst Hobbyhalter, welche ihre Tiere ausreichend geschützt haben, sind von dieser Regelung erfasst. Aber eines ist umstritten. Der Wolf ist nach wie vor eine geschützte Art und darf nur in Ausnahmefällen getötet werden, also als sogenannter Problemwolf. Ihre hier angeregte Wolfsverordnung würde keinen zusätzlichen Nutzen bringen. Ihre Forderung nach der Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht hat Frau Schlupp in dem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD im Jahr 2017 in der Einbringung ausreichend kommentiert. Jagdrecht würde bei noch nicht erreichtem guten Erhaltungszustand ganzjährigen Schutz bedeuten und die Jäger hätten die Hegepflicht. Weitere Wiederholung spare ich mir an dieser Stelle. Eine rechtssichere Regulierung des Wolfsbestandes ist derzeit aufgrund des noch immer nicht geklärten oder ungeklärten guten Erhaltungszustandes der Population nicht möglich. Ist dieser Erhaltungszustand definiert, dann werden wir eine kontrollierte Regulierung des Bestandes im Landesjagdgesetz verankern und umsetzen. Nach § 10 des Landesjagdgesetzes MV sind die Hegegemeinschaften für die Anpassung der Wildbestände an ihren Lebensraum, die Abstimmung von Hegemaßnahmen und die Einzel- und die Erstellung des Gesamtabschuss, der Abschussplanvorschläge und Einzelabschusspläne zuständig. Und nach § 21 des Landesjagdgesetzes MV sind die Abschusspläne nach Wildart, Alter und Geschlecht zu erstellen und nach Wirkbereich zu untersetzen. Der Gesetzesrahmen gibt prinzipiell die Einordnung der Tierartwölfe in das bestehende Recht her. Aber ich wiederhole, noch ist der gute Erhaltungszustand des Wolfes nicht festgestellt. Und noch einmal zurück zum Bundesnaturschutzgesetz. Um den Paragraphen 45a Bundesnaturschutzgesetz weiter zu untersetzen, wurde der Praxisleitfaden Wolf zur Entnahme von Wölfen unter maßgeblicher Mitarbeit unseres Bundeslandes erarbeitet und von den anderen Bundesländern angenommen. Sicherlich, es ist ein komplexes Verfahren, 59 Seiten, das gebe ich zu, aufwendig, hoher Verwaltungsaufwand, auch das würde ich unterschreiben. Aber wir wollen die bestmögliche Sicherheit im urbanen Raum mit den Wölfen in unserem Bundesland hinbekommen. Dazu gehört, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass laufende Betriebsausgaben zum Schutz von Schäden durch den Wolf bezahlt werden. Dieser Titel ist im Haushalt mit 1,3 Millionen Euro ausgestattet. Für die nächste, also für das Jahr 2022 sind insgesamt 2,91 Millionen Euro für das Verfahren, die Erstattung von Schäden durch den Wolf, für den Schutz von oder Bau von Weidezäunen und für sonstiges, für Monitoringmaßnahmen geplant. Ja, es ist viel Geld, aber wir tragen Verantwortung für den Artenschutz. Und es ist gut, dass uns das Landwirtschaftssondervermögen die Option bietet, eventuell Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Art Wolf zu verwenden. Wir werden weiter daran arbeiten müssen, wie wir diese Koexistenz Mensch, Vieh, Wolf verbessern können. Vergangene Woche war ein Artikel über das Besendern von Wölfen in den Pressespiegel. Ja, warum nicht auch so etwas nutzen? Selbst in Afrika werden Löwen besendet, die dann die Bauern rechtzeitig warnen, um ihre Tiere zu schützen. Ihr Antrag ist nicht geeignet, bessere Lösungen auf fachlicher und sachlicher Ebene zu finden. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Um noch einmal auf Niedersachsen zurückzukommen, also gegen das vom 20.11.2020 erlassene Wolfsverordnung, also gegen diese Wolfsverordnung wurde in Brüssel Klage eingereicht und der Ausgang ist noch offen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir lehnen diesen Antrag ab.